Vielleicht bräuchte ich jemanden, der das mit mir zusammen macht. Hier gibt's Medikits und Schilde. Dann kann man sich gegenseitig ansprechen. Ein hervorragender Tag für den Kapitalismus. Empfiehlst deinen Freunden Markus Munition. So, Bullimons. Außer in der Ladegeschwindigkeit und in der Magazingröße. Na gut. Und ich glaube, wir sind soweit. Jetzt ist da links unten diese 1. Bedeutet, wir können einen Skillpunkt ausgeben. K drücken. Und ab jetzt können wir Täuschung benutzen. Also uns unsichtbar machen für ein paar Sekunden. Wirklich super. Hier. In dieser Welt hier habe ich Schwächen entdeckt. Jetzt ist da ein Köder, ein Kram von uns. Und wir können in der Zwischenzeit unbehelligt weiterlaufen. Finde ich super. Ich nehme noch ein bisschen Munition mit, lieber. Bullimonks waren schon ziemlich hart. Hier gibt es wieder eine Challenge zu machen, also eigentlich holt man sich hier den Aufzug, diese Band da, aber wenn man hier einfach über die Kette drüber läuft, bekommt man eine Challenge. Bing! So. Wohlgemerkt ist es auch eine Challenge, wenn man in diese ganzen Fernrohre reinguckt, aber die kosten 5 Dollar pro Benutzung, das sehe ich überhaupt nicht ein. So, schauen wir mal, ob wir hier schon jemanden wegsnipen können. Zum Beispiel den da. Und den da. Den da. Sieht ansonsten ziemlich friedlich aus. Also, was heißt friedlich? Ich meine die Totenköpfe. Aber es ist kein Gegner mehr da. Ich bleib vorerst mal geduckt und schleiche da rum. Ich gewöhne mir jetzt natürlich auch direkt an, immer die Täuschung zu benutzen, also den Action Skill. Damit ich nicht auf mich sterbe. Unsichtbar. Wiedersehen. Nun, so
Sobald man aber schießt, ist man natürlich wieder sichtbar. Wird ja immer kritisiert an Shootern, dass da so viel Gewalt ist und die Gewalt macht Jugendliche so aggressiv und ich weiß nicht alles. Aber ich muss ehrlich sagen, es hat für mich wirklich was Entspannendes. Man kann so ein bisschen die Seele baumeln lassen, man muss sich nicht um die Konsequenzen von seinen Taten scheren oder um die Zukunft Sorgen machen, sondern man spielt einfach eine Story, die nichts mit dem realen Leben zu tun hat. Und selbst wenn da ein bisschen Gewalt drin vorkommt, geht es doch eigentlich um die Story und die Taktik. Und ich meine, ich muss hier direkt die Werte vergleichen von meinen Waffen und muss mich immer darauf besinnen, was besser für mich ist, für meine Charakterentwicklung. Also, wenn ich ehrlich bin, ich habe nicht das Gefühl, dass ich dadurch aggressiver werde, sondern dass ich eher meine Aggression abbauen kann, wenn denn welche da sind. Aber das ist so eine Diskussion, die hört niemals auf wahrscheinlich. Super, dass Munition und Geld automatisch aufgesammelt werden, wenn man drüber läuft. Halt, wird Munition automatisch aufgesammelt? Ja. Ich dachte schon, ich hätte mich da komplett vertan. Oh, was haben wir hier Schönes? Vergleichen wir es mal mit unserer. Bisschen ungenauer, bisschen langsamer. Mehr Schaden. Probieren wir es mal aus. E gedrückt halten, dann legt man die Waffen direkt an. Überzeugt mich nicht so richtig, aber es sieht cool aus. Stell mich dann auf den Rand. $1000, nice. Wenn das echtes Geld wäre, würde ich mir davon, keine Ahnung, ein Schlauchboot kaufen. Für den Sommer. Schauen wir mal, ob hier schon, Bam. Bam. Ich glaube. Oh.
dieser Zwerg und der Bullimon waren hier drin. Ja, ja. Welch verblüffende Symbiose. Zwei tödliche Kreaturen kooperieren, um in dieser rauen Welt zu überleben. Und der Zwerg sieht wie ein kleiner menschlicher Rucksack aus. Das ist lustig. Jetzt laufen die natürlich davon. Wer stöhnt denn da rum? Zumindest die Pistolen und die weißen Waffen. Die beiden muss ich nochmal vergleichen kurz. Ich bleib tatsächlich dabei. Kein Geld zurück. Leb wohl, mein Freund. Da gibt es noch Schilder zu kaufen. Schilder. Ne? Stört mich so ein kleines bisschen, dass der irgendwie herumspielt im Hintergrund. Im Spiel wohlgemerkt, ne? Zurück.
beschäftigt, während man spielt. Als mit, oh, hier, ich töte gerade. Zumindest bewusst. Unbewusst kann es sehr wohl sein, dass da Aggressionen ausgelegt werden. Aber erzeugt? Das kann ich mir nicht vorstellen. Zumindest bei mir. Frustration spielt sehr wohl eine Rolle. Also wenn man es nicht geschafft hat, obwohl man ganz viel dafür gearbeitet hat. Das ist natürlich frustrierend. Wer wäre da nicht frustriert? Und wenn man in einem Spiel eben auch scheitert oder jetzt im Fall von Shootern stirbt, dann ist das natürlich frustrierend. Dementsprechend wird man auch wütend. Oder na, man lebt die Enttäuschung irgendwie anders aus. Aber Aggression im Sinne von Mordlust oder was erzeugen, das ist einfach nicht richtig. Ich lasse mich gern belehren, wenn es irgendwelche Studien gibt, die da was dazu sagen können. Aber ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Dann nehmen wir die doch noch mit. Ich habe mir immer vorgenommen, sobald die ersten blauen Sachen droppen, benutze ich, also nehme ich weiße Sachen schon gar nicht mehr mit. Das heißt, sobald der erste blaue Gegenstand in meinem Inventar ist, beziehungsweise ausgerüstet ist, scheiße ich auf sowas auch nicht mal zum Verkaufen oder so und nehme sie gar nicht mehr mit. Bis jetzt hat sich das immer als gut erwiesen. So, dann schauen wir doch mal die Skillbäume an. Der Hinterhaltbaum, der halt eher so auf Zoomen, Sniper und Zielen und Genauigkeit und so ist. Schleue, das ist so ein allgemein Ding, was den holographischen Köder und die Dauer des Action Skills beeinflusst. Kann man dann hier zum Beispiel kleine Kunai oder Kunai werfen, während man unsichtbar ist, super. Und das ist so ein bisschen der Nahkampfbaum. Wie gesagt, Zero ist ja eigentlich der einzige, der so richtig gut im Nahkampf ist. Zumindest was die Skill Trees anbelangt. Und es hat reiner Nahkampf im Endeffekt. Nahkampf, Nahkampf, Nahkampf. Jetzt als Sniper ist also der linke Baum besser. Und ich entscheide mich mal hier für Kopfschuss am Anfang. Wenn man einen kritischen Treffer landet, dann macht das kritischen Treffer Schaden. Und dieser erhöht sich jetzt mal um 4%, was schon mal gut ist. So, was haben wir denn dann noch zu erledigen? Achso, ja gut. Dann gehen wir zu Sir Hammerlock. Und dann zu Claptrap. Herzlich willkommen, Kunde. Ich habe mir auch angewöhnt, immer in die Automaten zu schauen, wegen den täglichen Angebot des Tages hier. So alle 15 Minuten wechseln die ja durch bei jedem Automaten. Und manchmal sind richtig seltene und richtig gute Sachen dabei. Relativ günstig auch. Und ich meine, lieber gibt man schnell mal ein bisschen Geld aus für was Gutes, als
stundenlang dafür zu farmen. Schön in Ruhe nachladen, während der Köder draußen ist. Oder man läuft einfach weiter, wenn man wirklich keinen Bock hat zu kämpfen. Oder man belebt einen Mitspieler wieder. Das ist ja ein geniales Koop-Spiel hier. Zu sein ist eines der schlimmsten Gefühle, das ich mir vorstellen kann. Ich bin jetzt seit neuestem selbst Brillenträger und sogar diese kleine Einschränkung der Sehfähigkeit ist schon irgendwie schlimm. Wenn ich mir vorstellen muss, nie wieder irgendetwas zu sehen, also gar nicht zu sehen, das wäre für mich unglaublich schrecklich. Ich genieße die Natur so sehr zum Beispiel. Einfach den Anblick von Tiefschnee oder von einer Blumenwiese. Und da reicht einfach nicht der Geruch und das Fühlen. Ich muss das dazu noch sehen, weil ich so die Schönheit des Ganzen irgendwie eher erfassen kann. Ich habe jetzt schon ein paar Leute in meinem Leben getroffen, die tatsächlich komplett blind sind. Und das ist einfach nicht auszuhalten. Natürlich kommen die auch super zurecht in ihrem Leben, das muss man schon sagen. Die Blindenschrift und solche Geschichten, die können alles schon ertasten. Die anderen Sinne verstärken ihre Eindrücke so ein bisschen. Manche kommen schon blind auf die Welt und wissen im Endeffekt gar nicht, was sie verpassen. Aber auf einmal blind zu werden, das glaube ich, ist schon krass. Wie komme ich denn darauf eigentlich jetzt? Nur in bestimmten Fällen, also im Achten. Beispielhaft! Den Kopf habe ich auch schon. Na gut. So. Herzlich willkommen, Kunde! 2200 Dollar. Ich bin verpflichtet, dir zu sagen, dass ich kein richtiger Arzt bin. Der Typ ist kein richtiger Arzt. Na, das ist schon in Ordnung. Wir haben auch einen Arzt in unserer Stadt, der praktizierender Arzt ist, aber keinen Doktortitel der Medizin hat. Also sprich, er ist kein Doktor Med, sondern irgendwie, ich glaube, Diplom-Mediziner oder so nennt sich das dann, wenn man keine Promotionsarbeit gemacht hat. Ich meine, ich sag mal so, wenn man was von seinem Fach versteht, es ist mir persönlich. Schädel, aber mir fällt einfach kein Name für das Diamantpony ein. Ich wollte es dir zu ihren Pissbirnen nennen, aber das ist irgendwie pubertär. Wie wär's mit Arschgaul? Nee, das ist noch übler. Ich glaube, ich denke noch etwas drüber nach. Was ich sagen wollte war, es ist mir persönlich ziemlich bewusst, welchen Titel man hat oder wie man heißt. Sonst ist man was von seinem Fach versteht. Das ist völlig egal. Im Mittelalter brauchte man auch keine fancy Urkunden, sondern man hat einfach was gekonnt oder nicht. Und jetzt sind wir ja sogar einen Schritt weiter im 21. Jahrhundert. Zumindest sollten wir das sein. Finde ich es völlig in Ordnung, wenn man sämtliche Arbeitsproben abgeliefert hat, wenn man sämtliche Tests bestanden hat und so weiter, aber halt keine Promotion hat.
frage mich nur, wo die alle wohnen und was die die ganze Zeit machen, weil die sind ja im Endeffekt in diesen kleinen Hütten hier. Hier zum Beispiel drin. Und was machen die dann die ganze Zeit? Nur darauf warten, dass jemand kommt, den sie abknallen können, oder wie? Oder spielen die Karten, oder schlafen die einfach und haben so einen Wecker? Das Mysterium, was NPCs so den ganzen Tag machen, das hat mich schon immer fasziniert. Ich versuche jetzt noch zu dieser Kiste da drüben zu kommen. Jetzt müssen wir mal schauen, wie... Wahrscheinlich von hier drüben aus springen. Na klar, gut. Schauen wir mal, oh, okay. Weiße Pistolen, grüne Pistole. Brauchen wir nicht, können wir aber gut verkaufen. Ich stehe nur hier, um dir den Bereich zu zeigen, auf den du schießen sollst, wenn ich erst aus dem Weg...
Munition gespart. Cool gewesen. Ich fasse es nicht, dass ich mich für das rosa Outfit entschieden habe. Ich sollte das schnellstmöglich wieder ändern. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Eine Assault Rifle. Die in gewisser Weise besser ist als meine. Und die zwei Schadenunterschiede nehme ich in Kauf, denke ich. Ich teste das mal. Ja, das geht schon. Jetzt war mein Inventar natürlich voll. Ich komme nachher bestimmt hier eh wieder lang. Deswegen werfe ich hier einfach mal meine ganzen Sachen hin und nehme sie später wieder mit. Zumindest die, die ich dann verkaufen möchte nachher. Oh, naja, passt schon. Okay. Oh, und einen Skillpunkt habe ich noch zu vergeben. Dann nehme ich natürlich wieder hier den kritischen Schaden. Wenn wir hier 5 Punkte vergeben haben, können wir die nächste Ebene benutzen. Und da nehme ich dann wahrscheinlich Präzision. Wahrscheinlich. Okay. Irgendwas rummelt da gewaltig. Schiff eine Meuterei anzuzetteln. Was erklärt, warum seine Männer mich im Moment verprügeln? Stimmt's, Leute? Schnauze! Okay. Das ist also Captain Flints Schiff. Schiff in Anführungszeichen. Ziemlich klein. Da muss wohl jemand was kompensieren. Der killt mich einfach mit seinen Augen. Unfassbar. Okay, dann gehen wir mal auf das Schiff. Hat also den neuen Freund, hm? Ich muss sagen, der kleine Schrotthaufen fehlt mir. Die Geräusche, die er gemacht hat, wenn wir ihn angezündet haben. Mir kommen die Tränen. Yeah.
Ich musste mir jetzt vor kurzem ein neues Mauspad kaufen. Beziehungsweise überhaupt ein Mauspad kaufen. Ich habe vorher immer die Maus einfach auf dem Schreibtisch gehabt, direkt. Und das ging auch ganz gut, aber es geht halt aufs Handgelenk. Und ich habe jetzt irgendwie so wie, ich weiß nicht, eine Deformierung oder so. Tatsächlich schon, weil ich so viel am Computer arbeite und viele, weiß nicht alles. Und jetzt habe ich ein Mauspad mit Gelkissen gefunden, sodass das Handgelenk ein bisschen entlastet wird. Das ist tausendmal besser. Man spielt euch nicht an, wie man hat keine Handgelenkschmerzen. Das hätte ich schon viel früher machen sollen. Ich hoffe, ihr habt das auch. Ich mach mich unsichtbar. Sieht immer so, ich sag mal, unwirtlich aus. Nee, wie sagt man denn? Das Gegenteil von herzlich willkommen bei uns ungefähr.
Wie sagt man das jetzt so unwirtlich, ne? Ich meine, es ist alles zerschlissen und dreckig und kalt und hier Holzgerüste, die nicht ganz fertiggestellt sind. Warum haben die Banditen sich nicht einfach einen großen Palast gebaut, der richtig toll aussieht? Das wäre doch eindrucksvoller, oder? Ist dein Freund. Ach, Clap-Clap, du bist ja schon niedlich. Und nervig. Aus dem Klo rausfischen. Cooles Tattoo wäre das, wenn es nicht so plump wirken würde, aber die Idee gefällt mir. Oh yeah.
sogar noch im Munitionsautomat. Na, dann wird er wirklich hart. Also, damit das klar ist. Ja, die meisten meiner Waren wurden toten Abenteurern aus den Händen gerissen. Pistole. Claptrap? Achso. Komm raus, Flint! Deine Claptrap-Einheit ist wieder da! Unsere neuen Folterpüppchen, Jungs! Heizt ihn ein!
Pistole. Ich weiß nicht, ob das zählt. Ausgeschaltet hast, ist die durchschnittliche Bildung im gesamten Gebiet hier um den Faktor 10 gestiegen. Nun steht einer eisigen 15-stündigen Bootsfahrt mit Claptrap nichts mehr im Wege. Gratulation. Und nun, Kurs auf Sanctuary! Nenn ich mir das 15 Stunden dein Helios. Dann hopse ich vom Boot. An der Stelle mache ich mal kurz eine Pause. So, jetzt, wo Claptrap und seine Einsamkeit gestanden hat, mache ich mal für mich eine kleine Pause und philosophiere über Gott und die Welt, während ich was Verbotenes tue, nämlich eine zu rauchen.